wie können wir durch die Sache überzeugen? In der Sache müssen wir noch einen weiteren Punkt anschließen. Es gibt drei Arten von Reden. Es gibt die Beratungsrede, die Gerichtsrede und die Festtagsrede. In der Beratungsrede raten wir jemanden zu, etwas Bestimmtes zu tun, oder wir raten ihn davon ab. Und dazu ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, was die Dinge sind, die die Menschen im Allgemeinen anstreben. Grundsätzlich sagt Aristoteles, ist das Glückseligkeit und die Bestandteile der Glückseligkeit. Da muss man sich jetzt damit auseinandersetzen, was sind diese Bestandteile, wie erreicht man es und so weiter und so fort. Und wenn man weiß, wie man bestimmte Dinge erreichen kann, dann kann man den Leuten dazu raten, dieses oder jenes zu tun und kann ihnen aufzeigen, dass das Verhalten schädlich oder nützlich ist, um Glückseligkeit zu erreichen. Und das ist dann ein Argument, um zu sagen, das sollte man tun oder das sollte man nicht tun. Und ja, in der Gerichtsrede ist es dann auch wieder wichtig, diese Idee von der Glückseligkeit im Hinterkopf zu haben, weil es nämlich der Grund ist, weshalb jemand Böses tut, ist, weil er dieses oder jenes erreichen möchte. Und dann hat man schon mal einen Grund, warum derjenige das getan hat. Und dann muss man in der Gerichtsrede beim Anklagen oder Verteidigen immer die Wahrscheinlichkeit erläutern. Man muss den Richter davon überzeugen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass eine Sache so stattgefunden hat, oder dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Sache so stattgefunden hat. Und dann muss man jemanden, wenn jetzt die Tat quasi bewiesen ist, muss man noch argumentieren, ob es schlimm ist oder ob es weniger schlimm ist. Und das tut man eben, indem man sich damit auseinandersetzt. Und bei der Festrede loben oder tadeln wir, da kommt jetzt alles Wissen zusammen von der Beratungs- und der Gerichtsrede, weil wir wissen jetzt durch die Beratungsrede, was angestrebt wird, und wir wissen durch die Gerichtsrede, was eben nicht so gern gesehen wird. Und jetzt können wir argumentieren, indem wir sagen, er hat etwas Gutes getan, was ihn zum Beispiel dazu gebracht hat, etwas Gutes zu erreichen oder was für die Gesellschaft gut war. Und bei der Festtagsrede, wenn man loben möchte, ist es immer wichtig, dass man Vergleiche zu berühmten oder bekannten Persönlichkeiten, die schon etwas Ähnliches getan haben, herstellt. Und beim Tadeln natürlich genau umgekehrt. Man muss bei beiden Reden nach Möglichkeit übertreiben, weil dann ist die Wirkung größer, und man muss sehen, dass man vielleicht jemanden findet, der schon etwas Ähnliches getan hat, und man muss argumentieren, warum es besonders ist, oder man sollte argumentieren, warum es besonders ist, dass derjenige zum Beispiel dies getan hat, weil es ihm besonders schwer fällt. Oder man sollte argumentieren beim Tadeln, warum es besonders schlimm ist, so etwas zu tun. Vielleicht, weil es unnötig wäre, weil jemand auch auf eine andere Art, die angesehener wäre, das gleiche Ziel hätte erreichen können und trotzdem schlecht gehandelt hat, dann ist es schön, damit argumentieren zu können.